Zombies. Es ist so faszinierend, wie schnell wir uns von diesem Gerät, von diesem Endgerät hier abhängig gemacht haben, so, ne? So dass wir sogar kaum noch im echten Leben unterwegs sind, sondern immer am Handy unterwegs. Die meisten Leute, wenn sie aufstehen, das Erste, was sie tun, ist der Blick aufs Handy. Was für Nachrichten habe ich bekommen? Wer hat mir geschrieben? Was für E-Mails habe ich bekommen? Und ihr müsst euch bewusst machen, dass dieses direkt aufstehen und euch damit zu connecten, euch von euch selbst disconnectet, automatisch so. Das, was man muss da wirklich gegenarbeiten, gegen diese Programmierung, so, weil das tut euch in eurem Leben nicht gut. Ihr lenkt euch immer mehr von euch selbst ab. Irgendwann wisst ihr gar nicht mehr, wer ihr im Kern wirklich seid, weil ihr nur noch im Internet stattfindet, weil ihr nur noch im Internet lebt, weil ihr nur noch auf Social Media lebt und die Verbindung zu euch selbst verliert. Und die Verbindung zu euch selbst ist extrem wichtig. Die Beziehung mit dir selbst ist die wichtigste Beziehung, die du in deinem Leben jemals führen wirst. So. Deswegen unterschätzt das nicht. Was ich mache, wenn ich aufstehe morgens als Erstes, ist beten. Das allererste, was ich tue, wenn ich aufstehe, ist beten. Und zwar einfach Danke sagen. Für alle Dinge, die selbstverständlich sind, in Anführungszeichen so. Die Dinge, die ich immer wieder aufzähle. Dass ich wieder leben darf, dass ich atmen darf, dass mein Herz schlägt, dass ich ein Bett habe, in dem ich schlafen kann, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, was zu trinken habe, Wasser habe, duschen kann. Diese ganzen Sachen so, weißt du? Dafür erstmal dankbar zu sein. Schön in sich gehen und erstmal dankbar zu sein für alle Dinge, die du heute wieder haben darfst. Und dann fängst du deinen Tag an, auf entspannt, weißt du, was ich meine? Connecte dich am besten so spät wie möglich morgens mit dem Internet. Mach erstmal deine Routine, mach erstmal die Dinge, die dir gut tun. So. Und vor allen Dingen sei mal mit dir selber, lenk dich mal nicht ab, lass mal nichts laufen, keine Musik, kein nix laufen, einfach nur du und du. So. Guck mal. Digga. Das beschreibt die Welt eigentlich schon sehr, sehr gut gerade, ne? Keiner ist mehr mit sich selbst. Ey, das ist so. Bro. Ich bin froh, dass ich diese ganzen Sachen von alleine irgendwie in mir trage, dass ich versuche, nicht zu sehr und zu oft an meinem Handy zu sein. Wenn ich mit einem Menschen bin, egal mit wem, essen gehe oder so, ich bin einer, ich gucke fast nie auf mein Handy, wenn ich mit einem Menschen bin, so. Das wäre für mich viel zu viel, so. Ich muss mich darauf konzentrieren, auf die Verbindung, die wir gerade haben und reden und in die Augen gucken und diese ganzen Sachen, so. Also ich bin teilweise sogar, ich bin einfach ein schlechter Influencer und so, weißt du, weil ich einfach, wenn ich irgendwas Cooles erlebe, nicht mehr dazu tendiere, mein Handy rauszuholen, sondern einfach das für mich zu genießen und das in meinem Kopf abzuspeichern und in dem Moment zu leben, so. Weißt du, was ich meine, so? Weil ich mir auch bewusst darüber bin, dass ich in nächster Sekunde sterben kann, so. Und dann war ich vorher die ganze Zeit an meinem Handy und habe das, was ich um mich habe, gar nicht richtig gesehen und erlebt, so. Und ich mag es auch nicht, wenn wir zum Beispiel an einem Tisch sitzen mit mehreren Leuten und keiner mehr nur eine Stunde nicht auf sein Handy gucken kann, so. Weißt du? Die Tiere im Hintergrund. Krass. Hab ich gar nicht gesehen, Digga. Heftig. Guck mal. Ich schwör's dir. Krass. Das ist deep, deep. Und das, Bro, so fühle ich mich wie der Typ, der da gerade sitzt. So.
So fühle ich mich, wenn ich in Deutschland bin. So, wie ein verfluchter Außerirdischer. In den heutigen Zeiten, wenn du noch zum Normalsein tendierst, bist du einfach komisch für die meisten. Bist einfach komisch. Du bist einfach komisch. Wie ein Alien, so. Wenn du zum Normalsein tendierst, zum echten Menschsein. Ey, die haben echt viele gute Sachen aufgenommen in dem Film hier, ne? BBL it out, man. Krass, Mann, das mit dem Jump war krass gerade. Emotional. Hier an alle Flacherdler. Das ist eure Szene hier. Die fallen einfach runter am Ende. Das ist das Ende der Welt, Mann. So ist es doch, wenn die Erde flach wäre, oder? Wenn man die Verschwörungsvibes hier mit reingebracht, Junge. Heftig. Heftig. Also der Kurzfilm hat es echt auf den Punkt gebracht, finde ich. Eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Meine lieben Freunde. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Ja, das, was ich dazu noch sagen will, ist einfach, versucht so viel wie möglich im echten Leben stattzufinden. Versucht so viel wie möglich in der Natur zu sein. Barfuß rumzulaufen. Tiere zu beobachten. Einfach da zu sein. Bewusst die Dinge, die um dich herum passieren, wahrzunehmen. Und umso bewusster du wirst, umso besser. Deswegen, Bewusstsein at Inman, Alter. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace, Eutchen, Alter. Leon, hast du auch so ein starkes Bedürfnis, Leute zu retten? Ich ja. Ja, ich habe ein starkes Bedürfnis, Menschen zu helfen, irgendwie. Schon immer. Und das ist auch eine Sache, die mich auch glücklich macht, so. Diese Menschlichkeit einfach. Dass wir füreinander da sind, so. Ich habe schon immer das Gefühl, dass wir irgendwie alle connected sind und dass wir miteinander hier auf der Erde leben und nicht jeder einzeln für sich, so. Weißt du? Und deswegen habe ich auch immer dieses Bedürfnis, halt was Gutes zu tun. Ich habe immer das Bedürfnis, was Gutes zu tun. Ich denke, dass wenn du anderen Menschen was Gutes tust, das ist das Beste, was du tun kannst, so. Weißt du? Ja, vor allen Dingen bei diesem ganzen Gegeneinander und diesem ganzen Ellenbogen und Ego und ich bin der Krasseste und ich bin der Krasseste und der ist nicht gut, der ist schlecht und das ist dies, das ist so. Das nimmt ja Überhand und seitdem das immer größer wird, habe ich auch immer mehr das Bedürfnis, was Gutes zu tun und dagegen zu arbeiten und nicht aufzuhören, so zu sein, wie ich bin. Auch wenn alles und jeder versucht, dir einzureden, nicht leicht sich von dem loszulösen, also von diesem Vergleichen. Ja, safe. Also es, wie gesagt, bei mir ist alles besser geworden, als ich bewusster geworden bin, so weißt du? Dass du dir die Dinge erstmal bewusst machst. So. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du die Dinge bewusst machst, dann und dir vor allen Dingen auch einfach realisierst, was es bedeutet, bewusst zu sein, in dem Augenblick merkst du auch, wie die Dinge, die du eigentlich alltäglich getan hast und die eigentlich so Routine sind und die Verhaltensmuster sind, die eigentlich nicht gut tun. Und löst dich dann davon. Und das ist alles, meiner Meinung nach, immer wieder. Ich sag's immer wieder, das ist alles Bewusstsein einfach. Machst du dir die Dinge bewusst, fallen dir die Dinge mehr auf. Bist du bewusst, läufst du wach durch die Welt. Und dann guckst du und dann siehst du Sachen. Fühlst Sachen. Umso unbewusster du bist, umso weniger nimmst du wahr. Wir sind keine Maschinen. Genau so ist es, Bro. Wir sind keine Maschinen. Wir sind fühlende Wesen. So. Wir sind Lebewesen. So, wir leben. Und es ist faszinierend. Es ist faszinierend, wenn du in die Welt rausguckst, so. Wie wenig Menschen überhaupt noch richtig bewusst sind und einfach unbewusst ihr Leben leben so. Und auch unbewusst sterben und gar nicht richtig mitbekommen haben, was Leben eigentlich bedeutet. Wir sind alle programmiert auf eine Art und Weise. Das muss man sich bewusst machen, dass wir alle programmiert sind auf eine Art und Weise. Ich auch. Jeder von uns. Aber umso bewusster du wirst, umso bewusster wirst du dir dieser Programmierung.
und kannst versuchen, Dinge zu tun, die dagegen, also die dich da rausholen aus dieser Programmierung so. Irgendwann fängst du an, deine eigenen Gedanken zu entwickeln. Irgendwann fängst du an, Dinge zu fühlen. Irgendwann siehst du, krass, Digga, wie viele Sachen eigentlich in unserer Welt dazu da sind, um uns zu programmieren. Um uns in eine gewisse Richtung zu beeinflussen, zu lenken, zu steuern. Und das ist Facts. Da könnt ihr mich als Verschwörungstheoretiker, als, was weiß ich, Schwurbler, Mystiker, könnt ihr mich nennen, wie ihr wollt. Jeder, der ein bisschen bewusst ist, der sieht das.